Sicher war es hier schon lange nicht mehr. Jetzt ist das Leben in Haiti noch gefährlicher geworden. Bewaffnete Banden greifen Polizeistationen, Gefängnisse und Gerichte an. Mehrere Krankenhäuser wurden geplündert. Medizinisches Personal und Patienten mussten die Kliniken verlassen. Die ohnehin instabile Lage im Land hatte sich Anfang März zugespitzt. Der berüchtigte Bandenchef Jimmy Barbecue Cherizier hat eine Allianz mit weiteren Gangs gebildet. In einer improvisierten Pressekonferenz schildert er seine Pläne. Wir wollen sie nicht belügen. Wir befinden uns nicht in einer friedlichen Revolution. Wir machen eine blutige Revolution im Land, denn dieses System ist ein Apartheidssystem, ein böses System. Wie jedem, der in seinem Hotel einen Politiker versteckt, der mit Ariel Henry zusammenarbeitet. Ministerpräsident Ariel Henry hat am Montagabend seinen Rücktritt angekündigt. Die Regierung, die er führe, werde unmittelbar nach der Einsetzung eines Übergangsrates zurücktreten, teilte Henri in einer Videoansprache von der benachbarten Karibikinsel Puerto Rico aus mit. Derweil sind hunderttausende Menschen auf der Flucht. Viele Häuser sind geplündert und zerstört worden. Tausende Einwohner obdachlos. Laut UNO hat mehr als die Hälfte der rund 11 Millionen Einwohner des Landes nicht genug zu essen. Die Vorräte an Wasser und Lebensmitteln schwinden. Der zurückgetretene Präsident Henri soll jetzt durch einen Präsidentenrat ersetzt werden. In Jamaika trafen sich Staats- und Regierungschefs der Region, um den Rahmen für einen Übergang zu erörtern. US-Außenminister Blinken sagte, der Rat habe die Aufgabe, die Grundversorgung der Haitianer sicherzustellen und Voraussetzungen für freie Wahlen zu schaffen.